Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung, Buchvorstellung, Abenteuerspiel, ein Spielebuch. Und genau so eins möchte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Und damit herzlich willkommen zu einer, ja, Buchvorstellung. Es ist eher ein Spiel, ein Abenteuer, ein Buch, wo man spielt, wo man gewisse Handlungsstränge verändert, wo man seine Geschichte weitergeht, die man sich vielleicht wünscht. Und damit herzlich willkommen zu Mein erstes Abenteuer, Geschichten, in denen du bestimmst. Finde deinen Drachen. Erschienen ist es bei Board Game Box. Da haben wir euch schon viele Spiele vorgestellt. Da kommt auch noch einiges. Also da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, Board Game Box hatte so ein Spielebuch herausgebracht, was ich euch in diesem Video kurz und knackig vorstellen möchte. Dann wisst ihr je nachdem auch, ob das was für euch ist. Romeo Hennion hat die Idee. Illustration Achno Mbutel. Ist auch wirklich schön illustriert, werdet ihr gleich sehen. So, und das ist quasi ein Buch, steht auch auf der Rückseite. Welche Abenteurer willst du heute sein? Das Kind oder je nachdem wir gemeinsam, ist nämlich auch durchaus ein Vorlesebuch, entscheiden, ob wir Lina die Kriegerin, Kralle den Schurken oder Timon den Zauberer spielen und entscheide, wie das Buch weitergeht. Aber überlege gut, wen du bestimmst, wie es ausgeht. Kleine Informationen und dann schauen wir kurz in das Buch rein. Offiziell angegeben wird es quasi ab 4 Jahre als Vorlesebuch. Das müsst natürlich ihr entscheiden. Bei uns haben es die Kinder gelesen. 8 Jahre, es wird auch angegeben, quasi für Schulkinder, zweite, dritte Klasse. Aus meiner Sicht, so wie ich jetzt bisher die Erfahrung gemacht habe, ist aus meiner Sicht eine Empfehlung, was jetzt das Alter angeht. Aber es muss euch natürlich überzeugen. Und dazu gibt es natürlich bei mir am Schluss auch noch ein paar Informationen. 2021 erschienen, boardgamebox.live. Und wie sieht das Ganze aus? Zuerst einmal habt ihr hier das Buch, das schlagt ihr auf, das hat hier verschiedene Tableaus und dann wird einfach ein bisschen was erklärt. Das möchte ich jetzt mal ein bisschen überspringen. Die Regeln werden erklärt. Das habe ich, bin ich auch gemeinsam mit den Kindern dann durchgegangen oder mit den jeweiligen Kindern durchgegangen, dass das soweit klar ist, was denn die Regeln angeht. Aber recht schnell war ich praktisch raus, je nachdem, wenn man es selber lesen kann, weil dann war es sehr schnell verständlich, was man hier machen muss. Und am Anfang werden die Rahmenteile quasi auf die leere Seite gedreht und dann geht es quasi schon los. Man entscheidet, oder das Kind entscheidet sich natürlich, welche Rolle es spielen will und dann beginnt quasi auch schon die Geschichte. Das sind solche, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, also ist sehr so ein bisschen plastik, aber sehr robust, was den Bereich angeht, weil ihr müsst immer wieder blättern und ihr könnt natürlich das Ganze noch einmal spielen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, von vorne lesen. Und die Geschichte beginnt hier mit dem Drachen und wir sind auf der Suche nach dem Drachen. Und jetzt hängt es schon davon aus, welche Richtung ihr einschlagen wollt. Das heißt, da geht es schon los. Und ich kann mich noch an die eine oder andere Situation erinnern, wo es sagen ist, was soll man machen? Du entscheidest, du willst das spielen, beziehungsweise du willst der Gefahr näher kommen oder du willst dann doch lieber in die Richtung gehen, die es sicher ist oder unsicher ist. Das Kind muss entscheiden. Ihr könnt natürlich gemeinsam entscheiden, ganz klar. Und hier geht es natürlich darum, welchen Weg man einschlägt. Und wenn man, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, ganz klar, wenn man die Müllerin um Hilfe bittet, dann blättert man hier weiter. Und dann geht es praktisch in der Geschichte hier weiter. Und das sind die Besonderheiten im Spiel und darauf wollte ich eingehen. Hier wird dann gleich gefragt, bist du Kralle der Schurke? Nein, ich bin Lina. Ich bin Lina. Ich lese das gerade. Okay, du bist also nicht Kralle. Das heißt, da muss man natürlich eine oder zwei Seiten weiter blättern. Und dann blättert man dann weiter und dann bekommt man auch Gegenstände, die man dann hier einstellt. Hier auf der Seite. Die stellt man dann ein. Sammelt man also Gegenstände, dann sammelt man sie ein. Man bekommt natürlich auch Wunden. Naja, so einen kleinen Klaps vom Drachen oder sonst irgendjemand. Das ist durchaus mal drin. Und dann muss man die entsprechende Markierung hier auf das Pflaster drehen oder hier auf den grünen Bereich. Dann verliert man quasi das, was man gesammelt hat, weil man quasi noch eine Wunde hat, ein Pflaster hat, weiß ich. Aber es ist jetzt nicht so extrem, aber das wird dann hier durch das Pflaster angegeben. Ist wirklich klasse gemacht. Und so spielt ihr dann quasi weiter. Und jetzt möchte ich nicht zu viel verraten, aber hier sind die etlichen Zeiten,
damit ihr mal ein Gefühl bekommt, was, wie viel da auf euch wartet. Und ihr merkt, immer wieder gibt es Unterschiede. Dann wird auch gefragt, hast du den Gegenstand, dann darfst du da weitermachen. Bist du bei den Zwergen, dann passiert das und das und so weiter. Und irgendwann habt ihr natürlich quasi das Ende erreicht. Ihr bekommt eine kleine Bewertung, wie gut ihr wart letztendlich. Und dann kann eins passieren, das habe ich jetzt schon sehr oft erlebt, eigentlich jedes Mal habe ich es erlebt, dass dann das Buch genommen wird. Da jetzt, ich mache es nochmal von vorne, kann ja wohl nicht wahr sein, ich habe 3 Pflaster oder 2, ich mache nochmal von vorne. Okay, aber welche Person willst du dann spielen? Nochmal Lina oder willst du Kralle oder Timon dann sein? Na, dann unterschiedliche Erfahrungen heißt nochmal Lina. Warum denn? Willst du nicht mal Kralle ausprobieren? Also ich würde es ausprobieren als Erwachsener. Nein, Malina, ich möchte andere Wege gehen. Und so könnt ihr quasi das Ganze mehrfach spielen. Und das ist quasi das Abenteuerbuch, das ihr hier seht, als Vorlesebuch oder für Grundschule. Ich habe jetzt gesagt, erste Klasse durchaus. Also eher Tendenz zweite, dritte, vierte Klasse. Also zweite, dritte Klasse ist für mich die Zielrichtung, was jetzt dieses Buch dann angeht. Dann können es nämlich die Kinder selber lesen und die Abenteuer meistern und dann nochmal lesen, so oft sie wollen. Wie lange geht denn das eigentlich, bis man so ein Abenteuer durch hat? Aus meiner Erfahrung, wo ich es gelesen habe, so 30 bis 45 Minuten. Wenn man gut lesen kann, durchaus schnell lesen kann und die Entscheidung auch sehr schnell findet. Das als Information. Ansonsten kann es dann auch mal mehrere Stunden gehen oder ihr teilt das auf. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das Kind möchte da weiter lesen. Zumindest aus unserer Erfahrung. Jedes Kind ist anders. Könnt ihr je nachdem beurteilen, ob ihr es als Vorlesebuch dann nutzen wollt. Dass ihr sagt, komm, wir machen mal 2. Aber ansonsten ist es relativ zügig, wenn ihr es mit einem Erwachsenen durchgeht, der dann vorliest, dann habt ihr das in einer Stunde dann einmal gespielt. Und dann könnt ihr wieder vorne anfangen. Dann wollt ihr wissen, ihr habt ja noch gar nicht alles gesehen. Ich habe nur ein Drittel gesehen, wenn nicht sogar noch weniger. Weil ich musste so viel überspringen. Und dann zieht man natürlich dann nochmal vorne und sagt, nee, ich gehe jetzt andere Wege. Mehr Risiko. Ob das gut ist, probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, ich habe jetzt euch Lust gemacht auf dieses Abenteuerspielebuch. Also es kommt bei uns und bei Bekannten auf jeden Fall super an. Relativ neu. Ihr müsst mal schauen, ob ihr es über die unten genannten Links dann bekommt. Ansonsten habe ich ja gesagt, boardgamebox.life, boardgamebox.live. Da bekommt ihr es oder im Handel müsst ihr dann einfach mal nachfragen. Aber ansonsten, wo es die Spiele gibt von Boardgamebox beispielsweise, müsst ihr einfach mal nachfragen. Über die unten genannten Links müsst ihr mal schauen, ob es das überall gibt. Aber wir haben es schon ein bisschen gesuchtet, das Spiel und das Buch. Und es kam super an. Und deswegen jetzt hier an dieser Stelle auch als Einzelvorstellung in der Rubrik Playlist Bücher. Wie viele Bereiche, Spielebücher etc. Da habe ich euch einiges schon vorgestellt. Es kommt bei euch super an. Und deswegen mal wieder so einen kleinen Ausflug in die Welt der Spielebücher. Bücher attraktiv. Ja, es ist ein Spielebuch, ein Abenteuerspielebuch. So muss man es auf jeden Fall nennen. Das zu allen Infos. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.